Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es heute zu tun mit zwei respektive drei neuen Mods und zwei respektive drei Updates. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Jens, Balu, Lucius und Mrs. Kampfhund für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, es ist komisch, dass momentan so wenige Mods freigegeben werden. Ich kann es nur damit erklären, dass entweder ein technisches Problem vorliegt bei Giants und oder aber natürlich auch damit, dass das DLC getestet wird und dass Giants sehr beschäftigt ist mit dem Organisieren und auf die Beine stellen von der FarmCon. Und ja, vielleicht sind noch andere Sachen im Hintergrund, die wir nicht kennen. Auf jeden Fall, ja, hier sind die Mods von heute. Wie immer starten wir mit den Updates. Und zwar kommt das erste Update für den Kennzeichenmanager vom Cosplay-Team. Downloadgröße 14 KB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Bugfix, wenn ein Fahrzeug konfiguriert wird und dann ein Duplikat hinterlässt, keine Überprüfung auf doppelten Eintrag, wenn die Konfiguration auf Nicht-Montieren steht. Das nächste Update kommt für die Mod Automatisches Licht an oder aus von Fetti42, Downloadgröße 7 KB, in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, automatisches Ausschalten der Spielertaschenlampe funktioniert jetzt, manuell eingeschaltetes Licht wird nicht sofort wieder ausgeschaltet. Dann kommen wir zu dieser komischen neuen Mod, und zwar wird diese angegeben als neue Mod, habe ich aber gefunden als bestehende Mod, und zwar heißt dieser Parkplatz von CookieCat, Downloadgröße 28,35 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Da gibt es tatsächlich eine Version in der Version 1.0, die ist dann für alle Plattformen, jedoch wurde diese heute hier, die Version für PC und Mac, als neue Mod herausgegeben, aber mit einem Changelog. Kollision auf 6 kleinen Parkplätzen behoben, reduzierte Slotanzahl für die Konsole. Wenn diese Mod aber nur für PC und Mac ist, warum sollte dann die Slotanzahl reduziert werden? 2 kleine Parklücken durch 2 kleine Verlängerungen ersetzt, 2 lange Erweiterungen hinzugefügt, 3 Übersetzungen Deutsch, Französisch, Spanisch hinzugefügt. Ja. Diese Mod ist ein bisschen komisch, also ich verstehe das nicht ganz. Es gibt jetzt eine Version für alle Plattformen, die hat kein Update bekommen. Und dann gibt es diese jetzt als Update, kommt aber als neue Mod raus und hat einen Changelog betreffend den Konsolen. Ist aber nur für PC und Mac. Komisch? Komisch. Wenn ich etwas nicht verstehe, dann bitte gerne euren Kommentar unter das Video setzen, damit ich eines Besseren belehrt werde. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar ist dies die Ford 10 Series Nummer 3 von John Deere 2450 Matisse XS. Downloadgröße 45,88 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt die Ford Series hier in zwei Ausführungen. Einmal die 10 Series in der dritten Generation. Dieser kommt standardmäßig mit einer Leistung von 68 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 148 Litern, 30 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht liegt bei 4 Tonnen und kostet 38.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Fredestein und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich natürlich nicht durch, wie immer. Dann kann vorne ein Schutzblech hinzugefügt werden. Dann gibt es die Rundumleuchten, und zwar gibt es einmal Rundumleuchte links, einmal rechts, einmal beidseitig. Und dann gibt es die zweite Version, einmal links, rechts und beidseitig. Beim Auspuff gibt es das Original oder einmal diesen ohne Schalldämpfer, dann den ohne Schalldämpfer in der Chromausführung und wieder zurück zum Original. Zusätzliche Arbeitsscheinwerfer gibt es auch, entweder vorne, hinten oder beidseitig. Anhängerkupplungen gibt es, und zwar gibt es hier die 80 Kilo Frontgewicht und dadurch wird eine Anhängerkupplung hinzugefügt. Dann gibt es das 200 Kilo Frontgewicht, das hat dann wieder keine Anhängerkupplung. Dann gibt es davon die Version mit der Anhängerkupplung. Dann gibt es die 280 Kilo
360 Kilo, 440 Kilo, 520 Kilo jeweils mit Anhängerkupplung. Und dann gibt es noch die 600 Kilo Version, da gibt es wiederum keine Anhängerkupplung. Frontladeranbau gibt es von Quickie, Power und MP Lift. Bei der Motorenausführung haben wir den 5110 mit 68 PS, den 5610 mit 76 PS, den 6410 mit 84 PS, den 6810 mit 94 PS und den 7610 mit 105 PS. Die Designfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und betrifft den Frontladeranbau, und zwar in der Version Quickie und MP Lift. Der Hauer Frontladeranbau ist von dieser Designfarbe nicht betroffen. Dann gibt es noch die 7810er Serie, und zwar auch in der dritten Generation. Diese kommt standardmäßig mit einer Leistung von 105 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 148 Litern, 30 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 4,4 Tonnen und kostet 44.000 Euro. Hier gibt es Konfiguration Original oder die Version Silber Jubiläum. Die Reifenhersteller sind dieselben, wie wir schon gesehen haben. Die Reifenvarianten auch. Alles andere bleibt genau dasselbe, was wir schon gesehen haben. Die Motorenausführung haben wir, wie gesagt, den 7810er mit 105 PS. Und dann gibt es noch die Turbo Conversion und die hat dann 136 PS. Auch hier gibt es natürlich die Designfarbe, betrifft natürlich auch wieder den Frontladeranbau. Wir kommen zu der zweiten und letzten neuen Mod für heute, und zwar heißt diese Camara RT16. Diese kommt von Caleruega Modding Design. Downloadgröße 17,25 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Kipper-Anhänger mit zwei Ausführungen, und zwar den RT16, das ist dieser hier, das ist der mit der Drehschemmel. Hat ein Füllvolumen von 22 Kubikmetern, wiegt 4,6 Tonnen, maximales Zuladegewicht 14,9 Tonnen und kostet 25.500 Euro. Die Konfiguration kann vergrößert werden von 22 Kubikmeter auf 24 Kubikmeter. Dann kann hier eine Plattform hinzugefügt werden oder respektive entfernt werden. Die Reifenvarianten, da gibt es Standard- und Standardbreitreifen und so weiter und so fort. Dann, wenn die Kapazität auf 22.000 steht, gibt es noch die Möglichkeit, eine Abdeckung hinzuzufügen. Und das war es dann mit der Konfigurationsmöglichkeit für diese Version hier. Dann kommen wir zu der Zweiachs-Version. Und zwar kommt diese ebenfalls mit einem Füllvolumen von 22 Kubikmeter, wiegt 5,4 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 14,1 Tonne und kostet 32.500 Euro. Die Konfigurationsmöglichkeiten sind fast dieselben, einmal die Kapazität von 22 Kubikmeter auf 24 und wieder zurück. Die Reifenhersteller können gewählt werden hier zwischen Friedestein, Michelin, BKT und Trelleborg. Dann kann hier gewählt werden beim Design. Und zwar kann gewählt werden zwischen Polen und Spanien. Und zwar verändert sich dabei nur der Schriftzug auf dem Anhänger. Dann kann das Bremssystem gewählt werden zwischen pneumatischen Bremsen und hydraulischen Bremsen. Das kann also hier ausgewählt werden. Dann auch hier gibt es die Option bezüglich der Plattform. Und auch hier gibt es die Option bezüglich der Abdeckung, die auch nur zum Tragen kommt, wenn die Kapazität bei 22.000 steht. Ja, das war auch dieser Anhänger. Ja, das war es dann auch schon wieder von den Mods von heute. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne den Daumen da. Holt ihr doch das Abo ab, um keine weiteren Mod-Videos zu verpassen und auch keine anderen Videos oder andere Livestreams wie der heutige Livestream, den wir dann heute um 19 Uhr starten werden. Wir werden heute die Karte Landkreis Rostock und Thüringen 2.0 gemeinsam erkunden und entdecken. Kommt doch mit, komm mit auf diese Entdeckungstour. Schalte ein, heute um 19 Uhr. Ich würde mal sagen, ich hoffe, es kommen noch mehr Mods raus diese Woche. Nichtsdestotrotz, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss und hasta luego.